Geschichten, Igel rettet dieses Kind, aber der Grund dafür überraschte alle. Es war ein toller Tag, die Familie hatte nicht immer die Gelegenheit, den Laden zu verlassen, aber dieser Tag war anders. Sie waren völlig entspannt. Tom hatte ein wenig Freizeit und wollte sie mit seiner Familie verbringen. Er verbrachte spät mit seiner Frau und seinem kleinen Sohn Ralph, der gerade angefangen hatte zu laufen und im Garten trainiert hatte. Seine Eltern lagen auf dem grünen Gras, mit einigen Getränken in der Hand und ein paar Snacks in einer Decke neben ihnen. Es war idyllisch. Aber plötzlich würden die Dinge eine andere Richtung nehmen. Das Kind wanderte zum höchsten Gras, zusätzlich zum Rasen, beugte sich hinunter, um einige der schönen Wildblumen zu betrachten, als etwas Schockierendes geschah. Aus dem Nichts kam ein riesiger Adler vom großen Baum herunter und packte den Jungen. Seine Eltern waren schockiert. Bevor er reagieren konnte, flog der Adler mit dem Baby. Eltern rannten auf sie zu. Wie würden sie verhindern, dass der Adler ihr Kind nimmt? Es flog immer noch ziemlich tief, aber es konnte jederzeit abheben. Was, wenn es fällt, wenn sie zu hoch waren? Es war beängstigend und der plötzliche Angriff wurde viel schlimmer, weil der Adler, der aus dem Nichts auftauchte, einer war, den sie kannten. Die Situation war kompliziert und niemand wusste, wie es sein würde. Die Eltern fürchteten um Ralphs Leben, wunderten sich aber auch darüber, was gerade den Adler dazu bewegte. Die Familie erkannte den Adler einige Jahre zuvor, in einer sehr seltsamen Situation, die sie nie vergessen würden, aber jetzt fürchtete Tom, dass einer seiner stolzesten Momente ein großer Fehler gewesen sein könnte, der seinen Sohn in Gefahr gebracht hätte. Toms Familie lebte seit Generationen auf seiner Ranch und nach dem College konnte er es kaum erwarten, nach Hause zu kommen. Nachdem er so viel Zeit in der Stadt verbracht hatte, freute er sich darauf, zu den offenen Räumen zurückzukehren, und es war noch aufregender, weil er seine junge Frau Carla mit nach Hause brachte. Seine Eltern bereiteten sich auf den Ruhestand vor, und eine neue Generation würde die Kontrolle über die Farm übernehmen. Aber Tom würde einige Änderungen vornehmen. Er wollte seine Farm mit Best Konservation Practices führen und hatte viele Pläne, aber zuerst hatten sie Spaß. Er nahm seine Frau Carla mit, um die Klippen seiner Ranch zu besteigen. Der Großteil des Landes bestand aus ausgezeichneten Weiden für Tiere und Feldfrüchte, wesentliche Elemente, die ihnen helfen würden, ihr Geschäft aufzubauen, aber was Tom wirklich aufgeregt war, auf den Klippen frei zu sein, in die ruhige Landschaft zu treten und frische Luft zu schnappen. Es war, als würde man eine lange verlorene Liebe einholen. Es war erstaunlich, aber selbst die Arbeit auf dem Bauernhof war eine lustige Aktivität für Tom. Eines Tages überprüfte er den Zaun in der Nähe des schmalen Flusses, der das Grundstück überquerte. Carla nahm sich einen Tag von der Arbeit frei und brachte ihm Mittagessen. Sie packten zusammen, als Carla plötzlich erwähnte, dass sie etwas Seltsames in den Büschen über dem Fluss sah. Zuerst dachte Tom, es sei nur ein sehr großer Fisch, aber dann sah er dasselbe Ding, das auf der Wasseroberfläche kämpfte. Das Wesen hatte Flügel und gehörte sicherlich nicht zum Fluss. Tom zog seine Schuhe aus und näherte sich, um zu sehen, was es war. Es war ein großer Vogel, aber er konnte nicht herausfinden, was es war. Jedenfalls ließ er den Vogel nicht sterben. Der Vogel blieb in den Ästen stecken und würde ohne Hilfe nicht überleben. Tom sprang in den Fluss und folgte ihm. Glücklicherweise war es ein heißer Tag, der Fluss war nicht überflutet. Sie pflegten dort zu schwimmen, es war völlig sicher, ins Wasser zu gelangen. Aber die spontane Rettungsaktion wäre nicht so einfach,
wie er es geplant hatte. Als er den Fluss überquerte, war Tom sich der Vogelart nicht sicher. Als der Kopf der Kreatur über dem Wasser erschien, erkannte er ihn als jungen Adler. Er steckte in Schutt und Angelschnüren fest und kämpfte hart. Seine Bemühungen, sich zu befreien, verschlimmerten nur den Amaranth, der durch den schnellen Fluss noch verschlimmert wurde. Der Adler befand sich in einer verzweifelten Situation und die Strömung zog kontinuierlich, was eine ständige Bedrohung darstellte. Tom musste sich schnell bewegen, sonst würde der Adler ertrinken. Er schwamm schnell auf den Adler zu, aber wenn er das verworrene Durcheinander betrachtete, wäre es viel schwieriger, als er sich vorstellte, sie zu befreien. Die Flügel und Füße des Adlers steckten auf einem Angeldraht und sogar auf einem Stück Netz. Man musste sehr vorsichtig sein, um den Vogel nicht weiter zu verletzen. Der ganze Müll muss den Fluss hinuntergeschwebt sein. Irgendwie wurde dieses unschuldige Tier gefangen und jetzt war sein Leben in Gefahr. Sie könnten eine Weile brauchen, um den Adler freizulassen. Das verworrene Durcheinander steckte in einigen Zweigen, aber er sollte in der Lage sein, alles herauszubekommen, wenn er zumindest ein wenig Kooperation mit dem jungen Adler hatte. Der Vogel konnte sehr gut eingewickelt werden, aber sein Schnabel war locker und er war nicht glücklich mit seiner Situation. Jedes Mal, wenn Tom versuchte, ihn aus dem Wasser zu bekommen, versuchte er zu beißen, wodurch Tom sprang und die Kontrolle verlor. Tom versuchte, den Adler zu beruhigen und sprach mit ihr, aber der Vogel war ein echter Kämpfer. Später rief Tom den Felsenadler an, aber Rock war nicht bereit, Wiedergutmachung zu leisten. Einige Tiere können verstehen, wenn Menschen versuchen, ihnen zu helfen, aber dieser Adler tut es nicht. Toms Bemühungen, ihn zu retten, machen ihn wütend. Carla sagte Tom, er solle das Hemd tragen. Also zog er sein Hemd aus und legte es sanft über den Kopf des Adlers. Das schien das Tier genug zu entspannen, um es aus dem Wasser zu ziehen. Endlich konnte Tom zurück über den Fluss schwimmen und den Adler mitnehmen. Mit Carlas Hilfe begannen sie langsam, sein Fischernetz abzuschneiden. Sie mussten aufpassen, den Adler nicht zu schneiden, aber während Rock sein Hemd über dem Kopf trug, war er ruhig. Dies half unseren Rettungsbemühungen und schließlich war er frei. Aber trotz der Freiheit sah der Adler nicht gut aus. Sein Flügel war sehr schief und es fehlten ihm viele Federn, und eine seiner Krallen schien verletzt zu sein. Sie ließen ihn nicht in den Bedingungen gehen, in denen er sich befand, er würde viel mehr Hilfe brauchen. Sie wickelten ihn vorsichtig in das Hemd, um den verletzten Flügel zu halten, und legten ihn dann in den Picknickkorb, den Carla mitgebracht hatte. Sie wollten seinen Körper so ruhig und sicher wie möglich halten, um jeden Versuch zu vermeiden, seine Flügel zu schlagen und seine Verletzungen zu verschlimmern. Dann kam Rock nach Hause und rief den örtlichen Tierarzt an, der mit seinen Tieren arbeitete. Sie kannten keine Tierheime in der Gegend, aber sie brauchten medizinische Hilfe. Bald erschien der Tierarzt und brachte einen Käfig mit sich, half, den Flügel des Adlers zu verbinden und legte seine Klaue. Also gab er eine Injektion, um ihn zu beruhigen und zu heilen. Sie waren weit von einem lokalen Wildtierzentrum entfernt und, so verletzt wie der Adler, warnte er, dass die meisten dieser Orte sie wahrscheinlich aufgeben würden. Das Paar beschloss, sich allein um den Vogel zu kümmern, um ihn zurückzubekommen. Der Tierarzt konnte ihnen Anweisungen geben, wie sie den Adler füttern sollten und gab ihnen sogar einige Vitamine, die sie auf das Fleisch streuen konnten, damit sie schneller besser werden. Sie hielten ihn eine Weile in dem kleinen Käfig, um sicherzustellen, dass er sich nicht zu sehr bewegte. Sie benutzten Essstäbchen, um ihm Fleisch zu geben, ohne ihn zu berühren.
Zunächst war es sehr schwierig, mit einer verletzten Pfote zu balancieren. Die andere zum Essen zu verwenden, war keine gute Option. So nahmen sie die Nahrung nahe an seinen Schnabel. Da sie immer kleine Stücke gaben, konnte er sie alle auf einmal essen. Aber das Tier war nicht sehr beeindruckt von dieser Anordnung, er war immer noch sehr mürrisch. Aber schließlich war er zu hungrig nach Ablehnung und begann zu essen. Als es ihm besser ging, konnte er das Essen mit seinem verletzten Fuß greifen, während er auf dem anderen balancierte, es gab ihm etwas Würde zurück. Sie konnten ihm größere Stücke Nahrung geben. Sein Flügel war immer noch ein Problem, weil er sich immer noch nicht viel bewegen konnte. Dann hatte er plötzlich einen Rückschlag. Vögel zeigen sich in der Regel nicht, wenn sie sich nicht gut fühlen. Dies liegt daran, dass das Zeigen von Krankheiten in der Natur Verlassenheit und Tod bedeuten kann. Oft, wenn Menschen erkennen, dass sie krank sind, sind sie bereits schwer krank. Der Tierarzt warnte Tom und Carla darüber, weshalb sie schnell in Aktion traten, als Rock sich weigerte, ein paar Mahlzeiten zuzubereiten. In diesem Stadium tolerierte er immer noch Menschen, aber er mochte essen. Nicht zu essen kann ein Hinweis auf etwas Ernstes sein. Sie riefen noch einmal den Tierarzt und er ging so schnell wie möglich, aber dieses Mal war der Adler viel aufmerksamer und sein Schnabel war immer noch sehr gefährlich. Benutze auch seine besten Krallen in diesem Stadium, er war sicherlich mit Carla gereift und Tom war nicht so aggressiv und sofort jedes Mal, wenn sie sich näherten, aber kannte oder vertraute dem Tierarzt nicht. Sie mussten eine schwierige Entscheidung treffen, ihn zu sedieren, um ihn gründlich zu untersuchen, sie mussten herausfinden, was ihn störte. Die Sedierung ist bei den meisten Tieren sehr gefährlich, insbesondere bei Tieren, die sich erholten, so dass der Tierarzt ihm nur eine geringe Menge an Sedierung gab und er begann schnell zu arbeiten. Sie überprüften seinen Flügel, aber tief unten fanden sie etwas Schockierendes, ein Stück Metall, möglicherweise von einem Haken, brach in seiner Haut, die eine Infektion in den weichen Geweben seines Körpers verursacht hatte, wurde aber von seinem Flügel versteckt. Sie mussten den Fremdkörper entfernen und reinigen. Also würde er eine weitere Runde Antibiotika brauchen und hoffentlich stark genug sein, um zu überleben, aber zuerst mussten sie hoffen, dass er von der Sedierung aufwachen würde. Der Tierarzt gab ihm Medikamente, die ihn aufwecken würden, aber es funktionierte nicht. Er gab Brock etwas mehr und plötzlich wachte er vollständig auf. Ihm war schwindelig und er hatte wahrscheinlich Schmerzen von der Entfernung, aber er war wieder in seinem kleinen Käfig und konnte sich ausruhen. Danach begann er viel schneller zu heilen. Der Schmerz mag ihn auch launischer gemacht haben, weil er danach ruhiger zu sein schien. Es gab sogar Zeiten, in denen er aufgeregt schien, Tom und Carla zu sehen, als sie zu ihm kamen, mehr Flügel benutzten und sie schlugen, wodurch sie stärker wurden. Sie wollten ihn nicht direkt aus einem kleinen Käfig befreien, sie brauchten Zeit, um zuerst ihre Flügel zu testen. Also baute Tom ihm ein größeres Gehege auf der Außenseite, mit mehreren verschiedenen Plätzen, an denen er sitzen konnte. So konnte er ein wenig fliegen und sich auf die Freiheit vorbereiten. Nach einigen Wochen waren sie bereit, ihn freizulassen. Schließlich öffneten sie das Gehege und erlaubten ihm zu gehen. Zuerst schien Rock nicht zu verstehen, dass er gehen konnte, er flog zu den hohen Bäumen neben dem Haus und saß dort, aber bald breitete er seine riesigen Flügel aus und hob in den Himmel ab. Es war schön, ihn frei zu sehen, aber für Carla war es bittersüß, ihn gehen zu sehen. Sie hofften, dass er draußen sicher sein würde. Einige Tage später waren sie schockiert, als sie den Gesang eines Adlers vor dem Haus hörten. Als sie hingingen, um zu schauen, war es Rock,
der auf den Zweigen über ihnen war, verbrachte viele Tage und Nächte in der Höhe, um sich zu entspannen und sie zu beobachten. Während sie ihr Leben liebten, öffneten sie das große Gehege, um es ihm zu ermöglichen, wenn er wollte, aber den Blick auf die Bäume bevorzugte. Tom beschloss, in diesen Bäumen ein künstliches Adlernest zu bauen. Rock war frei und kam und ging, wie er wollte, aber sie dachten, es sei unhöflich, kein Bett für einen solchen regelmäßigen Besucher zu haben. Es war eine schwierige Aufgabe, den besten Weg zu finden, um ein Nest wie dieses zu bauen und es dann so hoch zu bauen, dass Rock es tatsächlich benutzen konnte, aber das erste Mal, als sie Rock im Nest schlafen sahen, machte es die Mühe wert. Er fühlte sich in dieser Phase wie eine Familie. Dann erhielten sie wunderbare Nachrichten, ihre Familie würde wieder aufwachsen, sie würden ein Baby bekommen. Es war eine aufregende Zeit für das Paar. Eine weitere Generation wäre auf dem Bauernhof willkommen. Nachdem das Baby geboren war, wartete Rock auf sie, als er im Krankenhaus ankam. Er war in Büsche geflogen, die niedriger als üblich waren, und es war, als wollte er herausfinden, was das Objekt war, das in Carlas Händen schrie, aber er muss sich an diese neuen Geräusche gewöhnt haben, denn er kam immer noch, um regelmäßige Besuche zu machen. Als ihr Sohn Ralf aufwuchs, genossen sie es, draußen zu sein und dem Baby unter den Gartenbäumen viel frische Luft zu geben. Sie nahmen ihn auch für Spaziergänge auf der Ranch und in der Nähe des Flusses und oft beobachtete Roxy von oben. Baby Ralf verwandelte sich in ein Kind und sie versuchten, so viel Zeit wie möglich miteinander zu verbringen. Die Besonderheit ist ein hektisches Leben und da sie Getreide und Tiere hatten, konnte dieses Chaos manchmal dupliziert werden. Carla war noch nicht zur Arbeit zurückgekehrt und kümmerte sich um das Baby, während Tom arbeitete, aber Tom sorgte auch dafür, die ganze Freizeit, die er bei seiner Familie hatte, zu verbringen, und das taten sie. An diesem schönen Frühlingstag im Garten ging die Sonne viel später unter und dies gab ihnen mehr Zeit im Freien zu verbringen. Es war der perfekte idyllische Tag. Sie konnten beobachten, wie Ralf über den Rasen schwankte, während er stetig ging, und Tom und Carla konnten sich zusammen entspannen und einige Snacks machen. Die Schreie des Adlers über ihnen machten den Tag noch perfekter. Ralf war im Garten, gepflegt, mehr am längeren Gras. Ich wollte eine wilde Blume riechen, die dort wuchs. Carla war gerade aufgestanden, um sie zurückzubringen, als sich plötzlich alles veränderte. Aus dem Nichts kam Rock herunter und packte den Jungen an den Kleidern. Als er das Kind schnappte, begann er wegzufliegen. Tom und Carla waren schockiert. War der Adler eifersüchtig auf ihren Sohn? Werden Adler eifersüchtig? Dachte er an den jungen Reisbeute? Wartete er die ganze Zeit auf diese Gelegenheit? Rock zu retten war eines der stolzesten Dinge, die sie je getan haben. Würde das nicht eines der größten Bedauern ihres Lebens werden? Sie wussten nicht, warum er es tat, aber sie mussten das Baby nehmen. Der Adler ging in diesem Moment nicht sehr hoch, aber wenn er höher flog, konnten sie nicht hoffen, ihn zu erreichen, und wollten nicht einmal denken, dass es nicht passieren könnte, wenn es den Jungen aus einer solchen Höhe niederschlug. Es war beängstigend. Die beiden rannten auf den Vogel zu und warteten auf ihren Sohn, aber seltsamerweise weinte Ralf nicht. Er musste schockiert sein. Ich hatte keine Ahnung, was los war. Als er die Baumgrenze erreichte, geschah etwas Seltsames, anstatt zu versuchen, ihnen zu entkommen, begann Rock sich umzudrehen. Carla war auf die Seite des Grases gegangen, und er flog zu ihr und legte den Jungen neben sie auf den Boden. Dann setzte er sich ein wenig von ihnen weg.
Carla packte ihren Sohn und weinte hysterisch. Das ließ natürlich auch Ralph weinen, aber er versuchte ihnen immer wieder etwas zu sagen. Ich versuchte zu erklären, was passiert ist und warum der Adler ihn gepackt hat. Der Grund dahinter überraschte alle. Ralph machte immer wieder ein zischendes Geräusch. Etwas klickte auf Tom und er rannte zurück zu Rock, der das Baby zum ersten Mal mitgenommen hatte. Da war sie, eine riesige Schlange, die bereit zum Angriff aussah. Ihr Kopf war direkt unter der Blume, die Ralph riechen wollte. Hätte Rock nicht gehandelt, hätte die Schlange dem Jungen ins Gesicht gebissen. Sie nahmen die Schlange und ließen sie dann von zu Hause los, aber zuerst mussten sie nach Ralph sehen. Überraschenderweise hatte das Kind keine Kratzer. Seine Kleidung war zerfetzt, wo die Krallen des Adlers griffen, aber er berührte seine Haut nicht, plus eine leichte Beobachtung, wo seine Kleidung während des Fluges zog. Ralph war völlig in Ordnung, aber das Gleiche konnte nicht von Rock gesagt werden. Der Junge war schwerer als sein normales Gewicht, und seine Klauen wurden durch das Gewicht, das er nahm, verletzt, so dass er sie nicht schließen konnte. Tom zog ein, um dem Adler zu helfen, und zu seiner Überraschung erlaubte ihm der Adler, ihn zu fangen. Sie brachten ihn zurück in das große Gehege, und nach einem weiteren Besuch beim Tierarzt gaben sie ihren Krallen die Zeit, sich zu erholen. So war Rock wieder frei zu kommen und zu gehen, wann immer er wollte, und von da an war seine Familie immer dankbar, einen Beschützer zu haben, der sich vom Himmel aus um sie kümmerte. Wie enthüllt Rocks unglaubliche instinktive Aktion, der Adler, die tiefe Verbindung und außergewöhnliche Intelligenz der Tiere beim Schutz ihrer menschlichen Familien? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren. Wir wollen von Ihnen hören. Bis zum nächsten Video.